Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Varuni gesprochen über das Seltsame, was hier so vor sich geht. Ne, hier müssen wir raus. Und die hat gesagt, wir sollen uns über die Krähen informieren. Beziehungsweise mehr über diese erfahren. Lauf hier mal raus. Und dann müssen wir, meine ich, in einen Abschnitt, der ein bisschen komplizierter war, zu finden. Oder kann ich jetzt noch woanders hingehen, weil da stand was mit tiefer. Schauen wir mal. Das ist hier gemeint. Los, verschwindet von hier! Wir gehen, wohin wir wollen, Schwingenloser! Geht weg, oder wir fressen eure Augen! Ha! Süße, saftige Augen! So köstlich! Ah! Zarte Stücke! Üble Bestien! Üble Bestien, ja. Sprecht mit Constable. Moment, der sollte... Achso, ich wollte gerade sagen, der sollte doch hier sein. Das ist der jetzt. Seid ihr hier, um die Vögel anzugaffen? Haltet eure Fersen bloß hübsch aufgezogen, meine Freundin. Der Große da drüben hat einem Apostel fast ein Ohr abgehackt. Sie meinte zwar, es hätte ohnehin ausgetauscht werden sollen, aber trotzdem, das hat bestimmt nicht bloß ein bisschen gekitzelt. Ich muss die Krähen etwas fragen. Ha! Nun, möge Sotasil euren Versuch segnen. Ehrlich gesagt würde mir schon eine Feder springen, wenn ihr sie dazu bringt, mal einen Moment lang nicht zu streiten und zu quatschen. Wisst ihr, wo ich noch mehr Krähen finden kann? Außer überall? Die lautesten versammeln sich unter einem Baum, gleich vor der Basilika. Ich schätze, dass das diejenigen sind, auf die ihr es abgesehen habt. Hört mir zu. Sie werden einen lächerlichen Tribut verlangen, das garantiere ich. Tut ja nichts Dummes, in Ordnung? Ich verstehe. Danke. Mir tut das Faktotum, dass das Abbild seiner Heiligkeit dort oben sauber machen muss, so richtig leid. Ich habe noch nie so viel Vogelkacke auf einem Haufen gesehen. Habt ihr so etwas je zuvor gesehen? Was? Wie die Vögel? Nein. Wir hatten mal einen Skevomatenbefall. Jemand hatte den Fabrikator laufen lassen und er hat Tausende und Abertausende von den Dingern ausgespuckt. Die Apostel haben Uhrwerkkatzen eingesetzt, um sie zu fangen, aber dann hatten wir zu viele Katzen. Also hat jemand Uhrwerkbluthunde geschickt? Genau. Bis Sotasil davon Wind bekam, war die Feste voller Aufziehbären und motorisierter Tiger. Was für ein Anblick. Der Gott der Uhrwerke hat sie alle zerstört, bis auf die Skevomaten. Ich mag den Gedanken, dass er einen Sinn für Humor hat. Ja, es hört sich doch gut an. Das ist jetzt das, was ich eigentlich meinte. Das ist nämlich ein bisschen blöd, da hinzukommen. Ich glaube, wir müssen hier rum und dann nach links, kann das sein? Weil eigentlich sind die ja hier. Ja, wenn wir hier rumgehen, dann kommen wir auch da in dem Bereich aus, oder? Wir hier noch durch. Das ist die Lagerkammer. Also, ich gebe zu, ich falle da jetzt gerade auch wieder so ein bisschen drauf rein. Es ist so ein bisschen blöd gezeichnet. Ah, nee, hier war das, glaube ich. Eindringling! Halt! Halt! Sprecht oder werdet gepickt! Spionin! Bleibt zurück, Spionin! Dieser Baum gehört dem Schwarzfederhof. Der Herzog hat über das Gesetz des herrschaftlichen Nistens Anspruch auf ihn erhoben. Sucht woanders nach Glitzerkram. Geht! Geht! Ich bin keine Spionin. Ich will einfach nur reden. Spionin! Kein Gerede! Ich erkenne Spione, wenn ich sie sehe. Die Exarchen des Unrats mögen Fleisch mit ungefiederten Riesen teilen, aber nicht der Schwarzfederhof. In Kriegszeiten nähern sich nur Spione ohne Tribut. Das weiß doch jeder Vogel. Was wäre, wenn ich einen Tribut für den Hof besorge? Tribut, ja! Glitzerkram für den Herzog! Wir verlangen einen Schatz von unserem Feind. Der Metallmann, der uns anschreit, Konstabler Drados. Mögen sein Schnabel abfallen und seine Flügel verdorren. Schnappt euch seinen Silberschatz! Dann können wir verhandeln. Los! Wo kann ich diesen Schatz finden?
Vielleicht trägt er einen Schatz unter seiner Klimperkleidung. Oder er versteckt den Schatz weit weg in jenem Steinnest, das man Kohldampf nennt. Das müsst ihr herausfinden, Ungefiederte. Jetzt geht! So, erfüllt ein Ziel. Sprecht mit Drados oder stehlt sein Schmuckstück. Der ist immer noch da, denke ich mir mal, wo der eben auch war. Ja, lauf bloß nicht weiter. Wo sind die Treppen? Hier. So. Nicht weglaufen. Da sitzt er doch. Schaut mal, wer wieder da ist. Ihr konntet einfach nicht von diesen Vögeln lassen, was? Seid nicht zu streng mit euch. Wenigstens habt ihr doch alle eure Finger. Sie haben sich tatsächlich auf ein Gespräch eingelassen, aber sie wollen etwas von euch als Tribut. Einen silbernen Schatz? Ich hatte euch doch gesagt, dass sie etwas verlangen werden. Einen silbernen Schatz? Natürlich! Sie wollen meine Feldflasche? Diese bescheuerten Vögel haben euch auf eine Feldflasche aus Zinn angesetzt? Tja, die können sie nicht haben. Tut mir leid, Mädchen, aber diese Plünderer kriegen gar nichts von mir. Wenn ich mit dem Anführer der Krähen reden kann, bringe ich sie womöglich dazu, endgültig zu verschwinden. Na schön, doch das sollte besser klappen. Wenn dieses Ungeziefer in einer Woche immer noch unsere Werkzeuge und unser Besteck klaut, dann weiß ich ja, wem ich die Schuld dafür zu geben habe. Ja, also er hat die mir jetzt anscheinend gegeben. Da kommen wir hoch. Jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung. Ah, das ist so verwirrend hier. Moment, hier hoch und da rein, genau. Und? Habt ihr unseren Glitzerkram? Sprecht, Spionin! Constable Drados hat mir diese Feldflasche als Geschenk für euch gegeben. Wie sie funkelt und blitzt! Der schreiende Metallmann hat diesen Schatz freiwillig aufgegeben. Warum? Als Friedensangebot. Er will, dass ihr aufhört, ihn zu ärgern und die Leute in der Feste zu belästigen. Aha! Er zittert vor der Macht des Hofs und will sich ihm ergeben. Ja! Ja, das akzeptieren wir. Eine passende Siegestrophäe, diese Feldflasche. Vielleicht seid ihr doch eine würdige Krähenfreundin. Stellt eure Fragen. Fragt! Hat einer von euch einen Schlüssel aus der Basilika der Uhrwerke gestohlen? Einen Schlüssel? Ja, der große Preis. Der glänzendste aller Schlossstecher. Unser heldenhafter Ritter des Marks drang durch die Tore und raubte ihn dem ungeschickten Apostel und unseren Exarchenfeinden. Die Ungefiederten streiten über seinen Verbleib, aber sie werden ihn niemals finden. Niemals! Könnt ihr mir sagen, wo er ist? Nein, nur unser Herzog der Krähen weiß das. Ihr könnt nicht mit ihm sprechen, Krähenfreundin. Nicht ohne eine Eskorte. Findet den Ritter des Marks. Er ist unser größter Held. Schlank und stark. Ehrt ihn mit Glitzerkram und Eingeweiden. Dann hilft er euch vielleicht. Wo ist der Ritter des Marks? Bei einem großen Wasserfall im Südosten. Er schmachtet zweifelsohne wie eine liebeskranke Taube. Selbst jetzt baut er seiner Geliebten ein glorreiches Nest. Doch sie ist launisch und er töricht. Geht und sprecht mit ihm. Er braucht Abenteuer. Wer sind diese Exarchen noch? Feindliche Krähen! Die Exarchen des Unrats! Sie dienen den Schattenfrauen und versuchen, den großen Preis von uns zu stehlen. Doch der Schwarzfederhof beugt sich niemandem! Unser Herzog wird ihre Königin der Spreu in Stücke reißen und wir werden uns an ihren Innereien gütlich tun. Schattenfrauen? Sperlinge, weinende, ungefiederte Bleichhäute, die nach uns schlagen und uns verfluchen. Und auch ihre anderen Diener, schwarzberobte Kultisten, mögen sie saures Fleisch fressen und verrecken. Warum macht ihr euch solche Gedanken um diesen Schlüssel? Wenn ihr ihn seht, wisst ihr es. Kein Silber glänzt und blinkt wie der Preis. Die Exarchen und die Schattenfrauen wollen ihn. Doch nun gehört er uns. Uns! Der Ritter des Marks hat ihn für den Hof beansprucht. Fragt ihn!
Wo habt ihr sprechen gelernt? Wie habt ihr sprechen gelernt? Wir Krähen sind schlau und weise. Weise! Wir biegen unsere Worte zu Sätzen, genau wie ihr es tut. Nur, dass wir besser darin sind, weil wir schlauer sind als ihr. Ja, das kann er mir gerne mal beweisen bei Zeiten. Okay, wir finden jetzt erstmal den Ritter des Marks. Ich meine, das wäre auch noch eine Etage bzw. zwei hier drunter. Da muss ich doch hoch. Ich bin mir nicht sicher. Das ist der Eingang hier, ne? Da komme ich nirgendwo hin. Ja, kann ich da noch... Nein! Da komme ich nirgendwo hin. Okay. Dann gehen wir doch mal eben hier die Treppen hoch. Dann hatte ich das wohl doch noch richtig in Erinnerung, dass das hier... Ja, genau. Da ist es. Wer ist das? Kommt ihr, um den Ritter des Marks herauszufordern? Nehmt das, ungefiederter Feind! Wenn ihr ein Feind seid, dann werft euren albernen Federhandschuh! Doch ich warne euch... Ihr rührt diesen prächtigen Hort auf eigene Gefahr an. Ich habe diese Schätze für meine geliebte Dame gesammelt und ich würde lieber sterben, als sie euch zu überlassen. Was sagt ihr, Ungefiederte? Ich bin nicht hier, um euren Schatz zu stehlen. Ich will eine Audienz beim Herzog der Krähen. Der Herzog hält im Schwarzfederkastell Hof. Ich könnte ein Treffen arrangieren, aber seht ihr denn nicht? Liebeskummer hat mir die Flügel gestutzt. Die Dame Pestschwinge weist mich ab. Meine heroischen Taten und glänzenden Geschenke langweilen sie nur. Meine Geschichte ist voller Ach und Weh. Weh! Wenn ich euch helfe, das Herz eurer geliebten Dame zu gewinnen, bringt ihr mich dann zum Herzog? Das würdet ihr tun? Aber weh nur! Ich habe einen großen Hort aus glitzernden Schätzen und süßem Fleisch angehäuft. Und sie hat nur darüber gelacht. Gelacht! Vielleicht ein anderes Geschenk? Ihr Ungefiederten macht einander doch manchmal mit Sang und Reim den Hof, ja? Bringt mir das bei! Ihr wollt, dass ich euch helfe, ein Liebesgedicht zu schreiben? Ja, ein Gedicht! Ein Glanzstück wie kein anderes! Die flugunfähigen Tölpel, die hier in der Feste wohnen, haben einen großen Hort an Worten in einem ihrer steinernen Häuser versteckt. Wenn ihr mir helft, die zartesten Verse daraus herauszupicken, bringe ich euch zum Herzog. Nun gut, ich werde euch helfen, dieses Gedicht zu schreiben. Folgt mir! Zum Wortgewölbe geht's da lang! Da lang! Wo ist da lang? Keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall mal dahin reiten, wo es eingezeichnet ist. Das dürfte dann hier wieder runter sein. Ja, genau. Da wären wir! Das Wortgewölbe liegt hinter dieser Tür. Braucht ihr etwas? Ich bin gerade mitten in diesem Theorem und, ja, jetzt bin ich wieder raus. Verdammt! Tja, nun habt ihr meine Aufmerksamkeit. Was wollt ihr? Entschuldigt, ich suche nach einem guten Liebesgedicht. Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge? Ein Liebesgedicht? Beim Getriebe? Warum wollt ihr denn eins von denen? Heutzutage bewege ich mich nicht mehr weit von den Mathematikspulen weg, aber früher mochte ich die Ballade von Brisbur Schlachtenaxt. Das sind vielleicht nicht die süßesten Verse, aber sie bringen das Blut in Wallung. Spule 6. Okay, Spule 6. Die Ballade... Brisbors Leidenschaft brannte, ein Fegefeuer verbotener Begierde, der grausame Stimme verliehen wurde vom versenkten Fleisch seiner Feinde. Tod sang sein bitteres Klagelied und riss die Seelen in zwei. Oh je. Willkommen im Archivox, wo alle Kinder Sotasils seinem göttlichen Wort lauschen dürfen. Womit kann ich euch behilflich sein? Ich suche nach einem Liebesgedicht. Ein Liebesgedicht?
Wo soll ich anfangen? Ich mag so viele. Vielleicht das Lied der Achse. Oder sucht ihr nach etwas Herkömmlicherem? Die Ode an eine Messinglilie könnte euch gefallen. Die ist drüben auf Spule 19. Auf Spule 19. Die Wahrheit, das ist was anderes. Hier, Ode an die Messinglilie. Eine Messinglilie nickt unter sanften Schauer. Ihre filigranen Blüten poliert von Mutter Naturs Liebkosung. Auch du errötest unter einem Regen von Küssen. Dein sanftes Seufzen lässt ihre Anmut verblassen. Warum reimt sich das alles nicht? Was ist mit dir? Ich bin durch das Wort Seetz gebunden. Willkommen im Archivox, Einwohnerin. Wie darf ich euch behilflich sein? Könnt ihr mir ein gutes Liebesgedicht zeigen? Einen Moment bitte. Kategorie nicht gefunden. Eure Anfrage Liebesgedicht taucht nicht in unserem Organisationsschema auf. Ich bedauere, dass ich heute keine Hilfe für euch war. Bitte meldet diesen Missstand dem diensthabenden Archivar. Seid ihr sicher, dass es nichts gibt, was ihr tun könnt? Träume. Weggeworfene Blumen. Ein leerer Zylinder. Danke für eure Geduld. Diese Einheit hat auf Grundlage eurer Anfrage Liebesgedicht eine Eigenkomposition verfasst. Bitte holt euer Wortformular an Spule 17 ab. Augenblick. Ihr habt gerade ein Gedicht geschrieben? Gedicht. Eine Sammlung aneinander thematisch entsprechender Aussagen und Metaphern, die in Strophen sequenziert sind und einen Titel sowie die erforderliche Zeichensetzung umfassen. Ja, diese Einheit hat ein Gedicht verfasst. Ich hoffe, es genügt euren Anforderungen. Möge Seth eure Arbeiten segnen. Okay, das wäre dann hier. Deine Vorzüge können nicht berechnet werden. Mein Herz metaphorisch pumpt wie am Kolben und meine Hüft- und oder Kniegelenke schwingen, wenn wir körperlichen Kontakt haben. Außerdem erfreut mich die Symmetrie deines Gesichts. Okay. Was ist das hier? Frisches Pergament. Dieses leere Pergament wartet auf euren Federstrich. Welches Gedicht wählt ihr aus? Hinweis, schreibt ein Gedicht für den Ritter des Marks ab. Tja. Also, das mit den Kolben, das wird sie nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie romantisch die Krähe ist. Ich meine mich zu erinnern, dass die mit Romantik nichts am Hut hatte und dass sie diese Schlachtengedicht besser gefunden hätte. Keine Ahnung, ich nehme mal die Ballade von der Schlachtenaxt hier. Das ist ganz sicher falsch, aber ich mach's trotzdem. So, wo ist er denn jetzt? Achso, hier. Och, Hilfe. Mein Gefieder erzittert vor Beflügelung. Verratet es mir. Habt ihr ein Gedicht gefunden, das der Dame Pestschwinge würdig ist? Ja, ich habe ein paar Gedichte gefunden. Und? Welches sollte ich verwenden, um meine scharfäugige Liebe zu werben? Die Ballade von Brisbor Schlachtenaxt wirkt feurig und leidenschaftlich. Ja, perfekt. Nehmen wir das. Ich kann es kaum abwarten, meine Gefühle auf diese schwitzige, fettbeinige und schwingenlose Art zum Ausdruck zu bringen. Folgt mir in den Maschinenbezirk, Knappen. Ihr könnt endlich meine geliebte Dame treffen. Und wohl auch den Herzog. Ich treffe euch im Maschinenbezirk. Hinfort zum Kastell und meiner geliebten Dame. Jetzt habe ich endlich mal gesehen, wo er hinfliegt. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich hin muss. In die Richtung. Sieht man das nicht? Doch. Geradeaus und quasi am Wegschrein vorbei, wenn ich das richtig gesehen habe. Schauen wir mal. Nee, das wäre hier oben. So. Atmet durch und erstattet Bericht. Wie ist die Lage da drin? Düster, Aufseherin. Dädrische Bestien und Schattenkultisten kontrollieren weite Teile. Und die Krähen. Der Himmel ist schwarz von ihnen. Hier entlang, Knappen! Kommt! Kommt! Varunis Helferin? Was macht ihr hier? Erst dieser Bastard, die Weid und jetzt die Krähen? Euer Geschmack in Sachen Begleitung wird stündlich schlechter.
Verzeiht. Wir haben einen sehr schlechten Tag. Ihr wollt den Maschinenbezirk betreten? Warum? Diese Krähe hat versprochen, mich zu dem Schlüssel zu bringen, den sie Gascone gestohlen haben. Für gewöhnlich würde ich ja sagen, dass wir sie einfach alle töten und den Schlüssel mit Gewalt nehmen. Doch mir scheint, diese Vögel haben ein echtes Talent für das Verstecken von Dingen. Daedra und Kultisten haben den Bezirk über Stunden auf den Kopf gestellt und offenbar haben sie dabei nichts gefunden. Umso mehr Grund, der Krähe zu folgen. Na schön, ihr könnt euer lächerliches Spiel spielen, für den Augenblick. Aber ich komme mit euch. Ich habe schon genug Bürger verloren. Ein Ratschlag für euch. Lasst euch von diesen dädrischen Landplagen nicht herumschubsen. Wir müssen erfahren, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat, bevor es zu spät ist. In Ordnung, bleibt dicht hinter mir. Nein, eure Metallfrau ist im Schwarzfederkastell nicht erlaubt. Ich verbiete es. Ich will nicht mal in die Nähe eures dreckigen Kastells, Abschaum. Bringen wir das hinter uns. Haltet so euren Schwertarm bereit. Hier könnten noch immer Daedra lauern. Ja, ich werde aber erstmal durchreiten. Zumindest so weit, wie es geht. Ach so, nee, hier sind wir. Ah, ja. Nein, Mutter, steh mir bei. Meine holde Dame des Ruins. Mein Herz schwillt bei eurem Anblick an wie der sonnenwarme Bauch einer toten Katze. Meine Leidenschaft lodert in verbotenem Verlangen. Liebe, die grausam zu euch spricht durch das verkohlte Fleisch meiner Feinde? Verkohltes Fleisch? Lodernde Leidenschaft? Es ist alles wahr, meine teuerste Liebe. Ich fütterte euch das Fleisch von tausenden verbrannten Kadavern, wenn ihr mich doch nur ließet. Natürlich, Herr Ritter. Wie könnte ich solch honigsüße Worte zurückweisen? Ich gerate in Verzückung. Sie sagte ja. Ich stehe in eurer Schuld, Krähenfreundin. Herzog, Herzog, darf ich die ungefiederte Dichterin vorstellen? Dann habe ich das doch so richtig in Erinnerung, dann ist das das Richtige gewesen. Sehr geil. Kommt näher, Dichterin. Lasst mich euch in Augenschein nehmen. Kann man das nehmen? Ja. Seid gegrüßt, Krähenfreundin meines großen Ritters des Marks. Seid ihr zum Parlieren hier? Welchen Gefallen ersucht ihr vom Schwarzfederhof? Ich trachte nach dem Schlüssel, den ihr aus der Basilika der Uhrwerke gestohlen habt, eure Hoheit. Der glänzendste? Der große Preis? Empörend! Was könntet ihr uns denn wohl anbieten, was mit dem Glanz des prächtigen Schlossstechers mithalten könnte? Sprecht! Schnell, sprecht! Meine Ritter und ich müssen uns für unsere nächste Schlacht gegen die Exarchen des Unrats wappnen. Ich könnte euch helfen, diese Exarchen zurückzuschlagen. Ihr würdet unser Banner aufnehmen? Verführerisch! Die Exarchen setzen schwingenlose Verbündete ein, um meine Vasallen zu töten und meine Schätze in alle Winde zu verstreuen. Doch wenn wir unsere eigene Riesen hätten... Fein! Ich nehme das Angebot an! Vernichtet die Exarchen und der Schlüssel gehört euch! Euch! Weshalb bekämpft ihr die Exarchen? Die Exarchen des Unrats hassen uns! Sie neiden uns unser feines Gefieder und begehren unsere glitzernden Schätze. Ich habe schon früher mit ihrer Anführerin verhandelt, der Königin der Spreu. Sie glaubt, die Daedra werden sie für ihre treuen Dienste belohnen, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Nicht stimmt! Wie lange kämpft ihr schon? Äonen in Krähenjahren. Aber der Schwarzfederhof wird sich von diesen Krakeln nicht einschüchtern lassen. Meine Ritter werden der Königin die Schwungfedern ausrupfen, damit sie nur noch herumhüpfen kann wie ein Küken. Wie seid ihr und die Exarchen hierher gekommen? Durch einen Schattenteich. Wir hörten den Ruf unserer Herren und gehorchten. Doch als wir dieses wahre Meer an Schätzen sahen, beschlossen wir einen Aufstand. Der Herzog der Krähen tut, was ihm gefällt. Diese Stadt der schimmernden Preise gehört nun uns. Sotasil könnte ein Problem damit haben. Ich habe diesen Namen schon gehört. Sotasil. Ein toter König oder einer, der bald tot sein wird, so wie ich das vernommen habe. Es macht keinen Unterschied. Der Schwarzfederhof erhebt Anspruch auf diesen Ort. Er gehört uns. Uns! Wartet, ihr habt von Sotasil gehört? Was wisst ihr sonst noch?
Ich weiß nur, dass er ein Riese ist, der halb aus Metall besteht und sich in einem summenden Nest tief in der Stadt versteckt. Und dass die Exarchen und ihre schwinglosen Verbündeten ihn tot sehen wollen. Doch inwiefern hilft dies unseren Kriegsbemühungen? Genug geredet! Geht! Geht! Optionale Schritte nochmal mit ihr sprechen. So, wir kämpfen also gegen Vögel. Wenn meine remanischen Dragoner mich jetzt nur sehen könnten. Arkane Energien werden zum Bezwingen von Geflügel gebündelt. Wir müssen nur die anderen Vögel verscheuchen, dann gibt er uns den Schlüssel. Wisst ihr, es sind Augenblicke wie diese, in denen ich mir wirklich wünsche, ich hätte einen Sinn für Humor. Doch da ich keinen habe, erwarte ich, dass ihr die Einzelheiten dieser ganzen Eskapade für euch behaltet. Seid unbesorgt. Wir stecken hier beide drin. Ihr droht, den Bogen zu überspannen. Aber genug geredet. Schütteln wir uns die Vogelkacke von unseren Stiefeln und machen wir weiter. Bevor wir uns aber mit Vogelscheiße und Federviech auseinandersetzen, machen wir einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.